Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Bürgerbeauftragte hat sich zu einer festen und unerbärlichen Institution in unserem Land entwickelt, dass sich sein Amt als Schnittstelle zwischen Politik und dem Bürger bewährt hat, beweist erneut die gestiegene Anzahl der Eingaben. Das Vertrauen, das die Bürgerinnen und die Bürger ihm entgegenbringen, kann als großer Gewinn für die Demokratie gewertet werden. Das Amt des Bürgerbeauftragten genießt daher völlig zu Recht ein hohes Ansehen. Dem guten parlamentarischen Brauch folgend werden wir an dem heutigen Tage zum Anlass nehmen, den Bericht in die Fachausschüsse zu überweisen. Diese werden den Bericht ausführlich beraten und mit einem großen Erkenntnisgewinn abschließen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Namen der CDU-Fraktion möchte ich dem Bürgerbeauftragten Herrn Matthias Krone meinen Dank für sein engagiertes und zuverlässige Arbeit ausdrücken. Wir freuen uns auf eine weitere konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Lindner. Und das Wort hat jetzt die Abgeordnete Frau Bernhard.